Es geht heute um Alois Irlmeier, um seine Prophezeiungen. Er hat zwischen 1947 und 1957 bestimmte Dinge vorausgesagt, die vielleicht jetzt auf die heutige Zeit treffen könnten. Und was diese Prophezeiungen jetzt tatsächlich an Wahrheitsgehalt haben und was sie für uns bedeuten könnten, das werde ich jetzt gleich mit dir in diesem Video besprechen. Schön, dass du da bist. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Und ich kann sagen, wir sind eines der größten Online-Portale im Webinarbereich für Spiritualität und Bewusstseinserweiterung. Und wenn du immer die neuesten Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, dann darfst du mich gerne abonnieren und ich danke dir jetzt schon dafür. Ja, und heute geht es mal um die teilweise unheimlichen Prophezeiungen von Alois Irlmeier. Alois Irlmeier gilt als einer der größten Seher in Deutschland und er war eigentlich von seiner Natur her ein einfacher Bauersjunge und hat viel Wasseradern gefunden und hat dadurch, also es war so der Beginn seiner Spiritualität, seiner geistigen Fähigkeiten mit dem Hellsehen. Und so hat er in den Jahren 1947 bis 1957 einiges vorausgesehen. Er war auch in den Ersten und Zweiten Weltkrieg verwickelt, musste dort dienen und hat da ganz gut helfen können mit einfach Aussagen, wo demnächst eine Bombe einschlagen würde oder wo Verwundete Soldaten zu finden wären. Und ich sag mal, wer hell sehen kann, wer gut hell sehen kann, der kann sowas auch. Ne, das ist ganz klar. Aber wenn man jetzt dann mal weiter hineinguckt, was er dann noch prophezeit hat, und bevor wir da einsteigen, möchte ich zu euch sagen, dadurch, dass wir in der aktuellen Zeit über die Medien, Zeitung, Fernsehen, Internet, so sehr beeinflusst werden oder dadurch, dass die Medien unsere Emotionen kontrollieren und leiten und steuern möchten, ist eine Manifestation des Friedens für das Gute noch viel tausendmal wichtiger als jemals zuvor. Denn im Moment werden oder wird versucht, unsere Emotionen in eine Richtung der Angst zu lenken. Zuerst war es die C-Welle, jetzt haben wir die Kriegswelle. Also es wird so eine immense Angst auf der Erde versucht zu erzeugen, es ist schon fast gar nicht mehr wahr. Natürlich sind beide Dinge, die da geschehen, diese Krankheiten oder der Krieg, ganz, ganz schlimm. Das will ich ja gar nicht mindern. Ich möchte nur euren Fokus darauf lenken, auf die Manifestation und gleichzeitig euch nochmal ganz intensiv sagen, die Manifestation, die ist unsere Stärke, ist unsere Kraft. Und wir können uns der negativen Manifestation über die Kriegsberichte entziehen, indem wir sie einfach nicht anschauen. Ja, indem wir sie einfach nicht anschauen und gleichzeitig aber in die positive Manifestation hineingehen. Um dieser Beeinflussung der Medien noch intensiver entgegenzuwirken, sollten wir uns zusätzlich auch in unserem Bewusstsein auf das Universum konzentrieren, unsere galaktische Wahrnehmung stärken und ausbauen, denn das gibt uns diese Grenzenlosigkeit, die uns einfach zeigt, dass unsere Seelen ewig leben. Und dass wir so eine große Kraft haben. Wir sollten uns auch wirklich konzentrieren, in den Kontakt mit den Wesen im Universum zu kommen. Also zum Beispiel unser Bewusstsein ausdehnen und das galaktische Bewusstsein anziehen. Denn es geht ja um etwas ganz Großes. Es geht einfach darum, um aufzusteigen. Und wenn wir in diese Energien reinkommen, des Aufstiegs reinkommen wollen, möchten, dann ist der Kontakt zu den außerirdischen Wesen ein Muss. Es geht nicht ohne diese Wesen, denn
sie sind ja immer da und sie unterstützen das alles. Und unsere Kanalmitglieder hatten ja schon die Möglichkeit, sich dem zu öffnen als galaktischer Bote. Diese Ausbildung habt ihr alle gemacht, die Kanalmitglieder. Und wer da noch tiefer einsteigen möchte, der kann gerne die Plejadenschule absolvieren, denn da wird auch ganz intensiv an diesem galaktischen Bewusstsein gearbeitet. Und das alles gibt uns die Kraft, positiv zu manifestieren, Frieden und Licht auf die Erde zu bringen und einen leichten Aufstieg zu erleben. Und alles ist ja Energie. Jedes gedachte Wort, jedes gesprochene Wort und jede Tat, alles trägt eine Energie. Und wir haben ja gesehen bei der C-Krise, dass sich jetzt einiges lockert, dass zum Beispiel diese I-Pflicht beginnt sich aufzulösen. Und da haben wir ganz entscheidend mitgewirkt mit unseren positiven Affirmationen, mit unseren Manifestationen. Und so können wir das jetzt auch bei der Kriegssituation tun. Das ist mein Anliegen, dass ihr das versteht. Der Alois Irlmeier hat schreckliche Dinge vorausgesagt. Ja, er hat tatsächlich Kriege vorausgesagt mit Atomwaffen, mit chemischen Waffen. Er hat dies vorausgesagt, aber er hat auch kein Jahr benannt. Das konnte er nicht, ist auch schwierig. Und jetzt ist gerade so eine Situation, wo man dann sagen könnte, vielleicht meint er ja dieses Jahr. Aber man hat ja auch zum Beispiel vor 2 Jahren, 2020, auch schon gesagt, der Krieg würde kommen. Also von daher sind das viele Spekulationen und ich möchte euch da einfach rausholen aus der Angst und euch erklären, wir haben mit unseren Gedanken so viel Kraft, dass wir auch das ändern können. Wenn wir die I-Pflicht geändert haben, können wir auch dieses Kriegsszenario ändern, wieder in den Frieden. Natürlich hat er schon Dinge gesagt, die eingetroffen sind und er ist ja einer der treffsichersten Propheten, könnte man sagen. Aber damals waren die Menschen noch nicht so weit wie jetzt, mit ihren Gedanken bewusst zu manifestieren. Das ist der Unterschied. Und von daher können wir das Schicksal ändern. Und es kommt auch immer darauf an, in welche Zeitlinie wir unsere Aktivität, unseren Fokus legen. Und das ist genau das, was wir tun können, damit dies nicht geschieht. Ja, er hat wirklich grausame Dinge gesagt. Und er hat auch diese 3 Tage Finsternis vorausgesagt. Er hat vorausgesagt, dass man nicht rausgehen soll wegen dem Staub, weil der Staub einem sterben lässt, weil der Staub das Wasser schlecht macht und alles, was draußen eben wächst, auch kaputt geht. Das hängt mit den chemischen Waffen zusammen, wenn es dann eintrifft. Wir hatten ja auch schon früher mal Explosionen von Tschernobyl zum Beispiel. Da haben wir gemerkt, wie die Auswirkung ist. Und selbst wenn man in Deutschland war, hat man dann eine gewisse Zeit lang keinen Salat mehr aus dem Garten gegessen. Also nur zum Verständnis. Wichtig ist es einfach, in die positive Richtung zu gehen. Ja, es ist ganz wichtig. Und er hat natürlich verschiedene Dinge vorausgesagt, die einem Angst machen, die einem wirklich Angst machen können, wenn man daran glaubt. Und das ist genau die falsche Richtung. Wir sollten nicht in diese Angst hineingehen. Ja, er hat gesagt, also dass Europa in den Krieg hineinkommt und dann mit diesen Waffen gearbeitet werden würde. Und er hat auch gesagt, dass eben von Russland ein Angriff kommen würde. All das muss nicht geschehen. Und deswegen sind wir heute zusammen, dass wir dem allen etwas Gutes, eine positive Energie geben, um das abzuwenden, was er vorausgesagt hat. Denn wer will denn schon Krieg? Wir möchten eher Frieden und aufsteigen in die höheren Dimensionen. Ich kann euch nochmal genau sagen, was er gesagt hat. Er hat gesagt, es wird zunächst einen Blitzangriff geben, der Schweden, Finnland und Polen treffen wird.
Und dann wird es anschließend einen Krieg in den westlichen Ländern inklusive Deutschland geben, hat er auch gesagt. Dann diese dreitägige Finsternis, die über Europa hereinbrechen würde. Wenn wirklich dreitägige Finsternis, dann würde das die ganze Erde betreffen, von der Aussage der geistigen Welt her. Und er sagt Erdbeben und giftige, tödliche Giftwolken. Erdbeben gibt es ja schon die ganze Zeit. Und das würde alles mit der Finsternis einhergehen. Aber wie gesagt, wenn wir dem allem jetzt unsere positiven Gedanken geben, und über die Quantenphysik weißt du ja, dass du das mit einem positiven Gedanken, das Positive anziehst und das sofort dann da ist, dann können wir alles ändern. Und das ist unsere Aufgabe als bewusster Mensch, negative Energien zu ändern. Das ist das A und O. Und wir haben die Kraft, wir haben die Macht, alles zu ändern. Und zwar werden wir gleich in der Meditation wirklich unsere lichtvollen Gedanken zu all den Menschen schicken, die gerade die Verantwortung tragen für Kriege und Katastrophen. Dorthin möchte ich euch bitten, eure Gedanken, eure positiven, wundervollen Friedensenergien hinzusenden, um das Negative aufzulösen, was sich da so jetzt aufbäumt, was versucht, seinen Platz einzunehmen. Negative Energie oder die dunkle Macht ist niemals so stark wie das Positive. Und es ist an uns, dies nochmal ganz deutlich klarzumachen. Denn dafür sind wir doch hier jetzt gerade inkarniert. Dafür leben wir, dass wir das alles wieder in den Griff bekommen. Das ist unsere große Aufgabe und wahrlich, es ist eine sehr große Aufgabe. Aber ich denke, ihr habt mich verstanden. Und wenn wir uns jetzt loslösen von dem, was der Alois Irlmeier gesagt hat und unsere Gedanken auf dieses friedliche Miteinander legen und diese Friedensenergien zu all den Machthabern senden, die gerade miteinander telefonieren oder irgendwelche komischen Dinge vielleicht noch ausmachen. Ja, die Regierungen, welche einen anderen Plan haben als wir, wenn wir da unsere transformierenden, friedvollen Gedanken hineinsenden, können wir viel verändern. Und das möchte ich jetzt gerne mit euch machen. Also bereitet euch darauf vor und wir werden jetzt zusammen für die ganze Menschheit wirken. Danke, dass du hier bist. Liebe Menschenfamilie, ich darf dich und euch alle mit der tiefen Liebe des Friedens begrüßen. Wir sind unserer Macht und unserer Kraft bewusst, wenn wir jetzt gleich diese Meditation zusammen machen. Denn es geht darum, einen leichten Übergang zu erschaffen, einen leichten Übergang in die neue Zeit, einen Übergang, welche möglichst viele Menschen erleben könnten. Das ist mein Wunsch und meine Bitte an die göttliche Liebe der Vollkommenheit und Unendlichkeit. Und so haben wir uns hier versammelt mit einem reinen Herzen des Friedens, mit positiven Gedanken und dem großen Wunsch nach Frieden. Nach Frieden für alle Menschen auf der Erde, alle Menschen. Alle Wesen, die komplette Erde soll in Frieden sein,
Und so stell dir nun vor, du stehst in einem großen Kreis von Lichtarbeitern zusammen und ihr haltet euch an den Händen. Es sind mehrere Kreise, welche sich umeinander herum bilden. Alles Menschen, die dem Licht und der Liebe dienen. Und wenn du nun deinen Fokus in dein Herz hineinlegst und dort die Energie deiner Liebe, deines Lichtes und deines Friedens fühlst und spürst, dann bildet sich jetzt ein großer heller Strahl, welcher aus deinem Herzen herauskommt. Ein heller Strahl aus Licht, Liebe und Frieden, welcher all das transformiert, was unrein ist und belastend wirkt. Und wenn du weiter in die Runde schaust, dann siehst du, wie sich diese Strahlen zu einem großen Strahl verbinden, wie jeder einzelne Strahl, jeder einzelne wundervolle, schöne, große Strahl eines jeden einzelnen Lichtarbeiters und Menschen, die heute hier versammelt sind, wie sich aus diesen einzelnen Strahlen ein ganz großer, mächtiger Strahl des Lichtes und des Friedens und der Liebe bildet. Und dieser Strahl fließt nun auf die Erde in all die Gebiete, wo jetzt gerade Krieg oder Not herrscht. Er fließt wie von ganz allein, denn er wird gelenkt von der Liebe. Und so könnt ihr diesen Strahl alle loslassen und ihr seht, wie sich der große Strahl bewegt, wie er negative Energien transformiert wie ein Tornado, wie er machtvoll und kraftvoll über die Erde hinwegfegt, das Negative mitnimmt und Liebe und Licht und Heilung hinterlässt. Dieser große, riesengroße Lichtstrahl hüllt die Erde ein und er wirkt da besonders stark, wo die negativen Energien der Gewalt, des Streites und des Kampfes besonders extrem sind. Dort wird jetzt transformiert. Und du kannst jetzt in der Zeit der Transformation eine innere Bitte aussprechen für den Frieden mit deinen eigenen Worten. Ich gebe dir ein wenig Zeit dafür. Und bitte auch unseren lieben Gott, deinen Schöpfer, herbei, dass er den Frieden auf der Erde unterstützen möge. Und so ist es geschehen. Du hast mit all deiner Liebe gewirkt, mit all deinem Licht. Und je öfter du diese Meditation
oder so eine Meditation machst, umso mehr Kraft wird sie haben. Und so gib dir ein inneres Lächeln für den Frieden auf Erden. Und wenn du dich jetzt umschaust, siehst du, wie alle, die mit dir meditiert haben, dieses Lächeln tragen und wie sich aus diesem Lächeln die große Kraft der Liebe nährt und wächst. Ich danke dir sehr dafür, dass du heute hier warst und wir zusammen gewirkt haben. Ich danke dir sehr. Und so komm in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße und sei wieder ganz da. Ihr habt so wundervoll gewirkt. Ihr habt das Große und Ganze so sehr unterstützt. Habt alle meinen tiefen Dank dafür. Und wenn du immer die neuesten Botschaften und Meditationen erhalten möchtest, dann darfst du gerne meinen Kanal abonnieren. Ich danke dir jetzt schon dafür. Klick einfach hier drauf auf die Kugel. Bis zum nächsten Mal.